Nochmal wie viel hoch? Ich würde schon noch zwei hochgehen. Da läuft ein Hund. Ja, ich muss Wie komme erstmal ich denn das hier noch Stein hier hoch? wegmachen. Ja, ich würde schon noch so zwei hochgehen und drüben, dass man vielleicht den Steg noch da wegnimmt. Andere Seite. Wo? Na, hier auf dem Dach da drüben. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin und ich Ja. planen hier schon, wie es weitergeht, beziehungsweise wir besprechen uns ein bisschen und dann kann sie da weiter bauen und aufwerten und leveln und Punkte kriegen und ich gehe leer aus. Aber dafür gehen wir gleich nochmal zum Händler. Ein paar Sachen verkaufen, der alte Hinterwäldler. Er ist ein Hinterhändler, Jasmin. Hinterhändler. Ein Hinterhändler. So, eins nehme ich mir nochmal mit raus. Genau, dann verscherbe ich da ein paar Sachen. Und guck mal, ob er noch eine Quest hat in der Nähe. Ich nehme mal das Geld mit. Vielleicht kann ich ja irgendwo noch eine Mod reinpacken. Was haben wir denn jetzt doppelt hier? Das sind alles Waffen-Mods. Da haben wir zwei, aber wir haben auch noch keine Mods in unseren Waffen, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Wir haben auch keine Kleidungsmods, oder? Ja, wir haben halt Baseballmützen-Mod. 74, 32. Ja, das passt. Ich weiß gar nicht, wofür die gut ist. Habe ich jetzt nicht gelesen. Will ich auch gar nicht wissen. Nachher bereue ich's. Was können wir noch? Wir haben jetzt noch eine Mützenmod. Kältewiderstand und Hitzewiderstand. 96. Der ist so viel. Wow. Der ist so viel mehr wert. So, jetzt fahre ich mal zum Hinterhändler, ne? Aber ich mache ja nur die Wand hier, ne? Vorne kann ich ja das Geländer lassen, ne? Ja. Wenn sie nur vom Haus hier nicht rüberkommen. Genau, ist ja nur, dass die nicht rüberspringen können. Die Springer. Ja, das dürfte doch passen. Ich hau hier nochmal das Geländer weg, dass die nicht ganz so hoch stehen. Eine machen. Ja, also ich glaube nicht, dass die darauf kommen. Aber sonst, ja, wenn du sagst, du würdest noch eine machen, weiß ich kannst du. nicht. Ja, warum nicht, ne? Sicher ist sicher. Wenn ich mich jetzt täusche, dann ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Ich weiß ja nicht, ob das hält. So, dann fahre ich mal los. Oder ich nehme hier noch einmal die Bäume mit weg. Weil Holz können wir ja auch immer gebrauchen, dann können die schon mal nachwachsen. Auf der Straße ist ein Hund. Zwei Hund. Hätte ich doch vorhin gesagt, das sind Hunde. Drei Hund oder ist das der gleiche Hund? Eins. Oh Gott, vier Hund. Das ist ein ganzer Rudel. Da müssen wir was tun, Jasmin. Pass auf, wir machen jetzt einen auf A-Team. Mein Vorschlag ist, du läufst hin und lenkst die Hunde ab, während ich wegfahre. Dann lasse ich den einen Baum da aber noch stehen. Dann will ich da gar nicht so weit ran. So.
den nehmen wir noch weg. Dann die beiden da noch. Meinst du, ich bin mit dem Fahrrad schneller als die Hunde oder sollte ich einen Umweg fahren? Weiß nicht. Oh. Ich muss mal leise Holz hacken. Die patrouillieren hier regelrecht. Ich zieh mal einfach an denen vorbei. Kam eben nicht so aufs Fahrrad. Ja, feini. Ja, fein. Warum redest du? Mit dem Hund. Zwei habe ich weggelockt. Ich bin schneller. Ja. Ja, vier Beine gegen zwei Beine, ne? Keine Chance. Wo war denn der Gute? Hier links irgendwo, ne? Hallo? Oh. Jetzt bin ich aber gedriftet mit dem Fahrrad. Da habe ich so viel Gas gegeben, nur da ist mein Hinterreifen ausgebrochen. So. Bei Nebel ist ein bisschen mehr Aktivität, ne? Gefühlt. Hm. Oder man bildet sich das ein, weil Nebel so gruselig ist. Was mich jetzt gerade nur so ein bisschen verwundert ist, hatte ich nicht noch eine Quest angenommen eigentlich? Das ist nicht, was du gemacht hast? Nee, tatsächlich nicht. So, da sind wir bei Trader Wrecked. Der alte Hinterhändler. Jetzt habe ich wieder ein Wort gefunden. Hinterhändler. Hinternhändler. At least wipe that shit off your boots before you come into my shop. Nee, der Dreck muss sein, du. Sonst glaubst du mir ja nicht, dass ich unterwegs war. Hier, guck mal, was ich Cooles habe. Oh, das gibt Money. Ja, jetzt haben wir fast 10.000. Ich würde mir gerne eine Eisenspitzhacke kaufen, wenn es für dich okay ist, weil die kostet 5.200. Ein Erdbohrer hat er nicht, ne? Leder, Kerze, geschmiedetes Eisen. AK-47 Maschinengewehr. Ist natürlich auch erotisch, aber... Kannst du mir beim Aufwerten hier aber noch helfen? Sammelst du ein bisschen Stein und so und... Ja, mit der Spitzhacke mache ich das. So, jetzt, Achso, hier, das kannst du auch noch haben. Was denn? Nee, ich meine ihn.
Mensch, halt doch mal die Klappe. Meinst du mich? Ja, ich sag, was ist das denn? Nö, das, ich mein ihn. Achso, ich hab, ich hab verstanden, was denn? Business, get out of my store. Oh, ein Hund. Abholen, 1,4 Stromzufuhr wiederherstellen. Oh. Zur Nacht. Abholen, säubern. 125 Meter. Nehmen wir doch. Das ist ja gleich hier hinter. Yay. Ah. Was willst du denn hier, du blöde Höhle, ey? Ja, komm doch rein. Rekt hat schon offen. Oh, viel Spaß beim Shoppen, ne? Wer wollte hier oben bei uns rein? Wie okay. Hier oben? Na, an die Treppe. Ist der diesmal gegangen, aber das ist gut. Hast du die vielleicht ein zu tief gebaut, sodass die da ranspringen und hochklettern können? Patrick, an die Treppe, die du gebaut hast. Ach so, diesen Überweg? Die oh, Treppe schön. Hoch. Ja, ja, ich weiß, was eine Treppe ist, Jasmin. Eine Hängetreppe. Ja. Klappe. Der erste Eingang, den wir hatten. Nee, alles gut, ich hab schon verstanden. Ey, noch ein Hund? Really? Alter, was ist denn mit den Hunden los? So. Hä? Ne, komm. Boah, das ist ja ein Riesenareal, was ich hier säubern soll. Gammelfleisch, das nehmen wir natürlich mit. Für meine Farm. So. Das ist gut mit den Gittern. Ja? Dann sehen die eine mich und dann kommen die hinterhergelaufen. Oh, war das knapp. Kann ich jetzt hier weitermachen? Da kommt jetzt hier gleich noch einer. Ah, oh. Wieso konnte ich da jetzt hoch? Das hat keinen Sinn ergeben. Oh nein, 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 nein. Böser Hund. Hunde finde ich auch mega fies, ey. Ja, vor allem, ich bin gerade auf dem Weg der Besserung. Ich habe nur noch 5,2% Infektion. Infektion. Dann kommt so ein blöder Köter. So, hier haben wir auch noch einen Toten. Immer mit mir, ne? Ich habe Rasen abgestochen. Ich wühl mal im Plumpsklo rum, ne? So, säubern und was abholen. Ich glaube, der Schatz ist noch eine Ecke weg. Also das, was ich abholen soll. Oh. Sie ist vom Klo eingeschlafen. Okay. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen die Gegend im Auge behalten. Das ist so widerlich, wenn die krabbeln.
Ja. Mitläufer, ihr habt's gehört, hat's gleich nachgemacht. Eine Stufe 5 Axt. Oh, ich bin so glücklich. Oh, cool. Verändern. Das kann da rein. Was habe ich gemacht? Ah, okay. Nee, das ist gut. Stufe 5 Axt und Spitzhacke. Jetzt bin ich endlich mal zum Arbeiten ausgestattet. Und Gammelfleisch. Das ist wichtig. So, hier habe ich auch noch was für dich. Aber nur zum Lernen wieder. Da. Hui! Das hat Spaß gemacht. Ich bin gerade gerutscht. Gerutscht? Ja. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier könnte gleich richtig der Bär abgehen. Der Bär. Der Bär. Oh Gott. So, da kam schon mal die gruselige Musik. Gut. Müssen die nur zu mir kommen. Gern Dach drüber machen, aber ich glaube, das würde nicht halten. So. Okay, da haben wir noch einen Strahlemann. Ja, gut. Ich verjucke hier alle Pfeile, das bringt nichts. Ich gehe jetzt auf Konfrontation. Und... Oh. Ja, cool. Gebiet ist gesäubert. Ja, siehst du. Ja, ja, das war ein Kükenspiel. Und hier ist auch noch ein Huhn. Ich hab's abgestochen. Es war eingesperrt im Käfig, es kam nicht weg. Oh, ein Rucksack, ein muffiger. Da ist wieder was für dich dabei. Durchsuche Lederkoffer. Muffiger. Wir gucken erstmal. So, ich muss mir mal Steroide reinhauen. Das ist mir sonst alles so schwer zum Tragen. Ich spüre, wie die Männlichkeit mich durchströmt. So, ist doch schon viel besser. Meins. Okay. Das wäre vielleicht was für dich, aber ich habe keinen Platz im Inventar. Kleinen Moment.
So. Das. Was kann noch? So. So passt das doch schon. So, was war denn hier noch? Das habe ich. Leer. Hier kann ich das Buch nämlich noch mitnehmen. Ach, so. Und hier geht's nur nach oben. Oh, nicht schon wieder ein Hund. Oh, Leute. Hier ist jetzt nix. Wo ist der denn jetzt? Hä? Ich hab grad gebellt. So. Oh, ich habe Durst. Reicht doch, da ist ein Hund, ey. Da muss ich aber erstmal was trinken. Hä? Ja, die Hunde finde ich auch schlimm. So, ich kann schon wieder zurück zum Händler. Weißt du auch, zu was für einem Händler? Hä? Ein Hinterhändler. Nächster Hund. Big Buns? 300 hatte ich jetzt hier. Was? Oh. Oh. Das lief jetzt anders, als ich dachte. Ja, war ja klar, dass die halbe Stadt wieder in der Kneipe sitzt, ne? Ja, wo sonst? Ich hab grad gedacht, die schmeißt was auf mich. Die hat gegen den Türrahmen geschlagen. Und das sah aus, als wenn die irgendwas auf mich werfen wollen würde. Hier, Patrick, extra für dich. Weil du es bist. Schluck das, du Idiot. So, was haben wir hier? Netter Nebenraum. Eine rote Handtasche mit $8. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Oh, ich habe Halsschmerzen. Oh, die Kneipe lohnt sich aber. Wieso kommt jetzt schon wieder so krasse Musik? Oh, ich muss meinen Stab reparieren. Okay, los geht's. Auf los geht's los. Auf los geht's los. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Vor mir, hinter mir, neben mir, zählt nicht. Oh, wieso rennt die denn? Oh nein. Orange. Nachladen. Nachladen, die Sato reingehen. Boah, mein Gott, ey. Der kann auch nichts hören. Ich hab, oh Mann. Okay, jetzt habe ich aber nachgeladen. Dass ich da auch nie dran denke. Ich habe halt auch nicht mit orangenen Augen gerechnet. So, Kiste unberührt. Geil. Oh,
praktisch. Muss mal gucken, ob der noch steigt. Scharfschütze Band 4. Ich habe 8, 9. Oh. Zehn Stück. Auch 10. 4 bleibt. Nur die Haltbarkeit geht ein bisschen runter. Nett. Das ist ja nice. Kann ich mich aber nicht beschweren. So, was haben wir hier noch? Ein Spind. Ein Nähset. Ey, das hat sich aber gelohnt, hier reinzugehen. Farbe. Hab ja eh Durst. Ah, ich hätte den. So. Ich bin auch noch da. Wer spricht da? Wer bist du? Weiß ich nicht. Hab ich ja noch nie gehört, diese Stimme. Stimme aus dem Jenseits. Hab ich ja noch nie gehört, diese Stimme. Da ist noch irgendwas oben. Aber verrat mir mal, wie ich da hinkomme. Außen vielleicht? Aber es sieht jetzt nicht so aus. Oh, geil. Oh, und schon wieder ein Hund, ey. Na, wo bist du denn, Otto? Na, da. Jo, geht mal rüber. Wie könnte ich hier nach oben kommen? Hä? Trifft es ganz gut. Hä? Wo macht denn der was kaputt? Ja, genau. Haha, das war ja wohl nix. Habe ich hier irgendwas weggenommen? Er macht das mal kaputt. Und es ist wenigstens weg. Habe ich noch was für die Ausdauer? Nee, ne? Ey, wo kommen denn die ganzen Köter jetzt her hier? Warte, da haben wir doch was.
Ja, wunderbar. Was ist denn das für ein Schrott hier? Brauche ich ein Reparaturkit für? Ja, gut, das habe ich nicht. Gut, dann fahren wir mal ab zum Händler, wa? So, da sind wir auch schon. Das ging ja jetzt schnell. So, was habe ich denn hier drinne? Zum Verkaufen hätte ich das hier. Fertigkeit, Zeitschriftenpaket, natürliche Antibiotika 3. Ich nehme mal die Antibiotika, ne? Die brauche ich ja öfter mal. Ja. Aber ich... so. Sonst kann ich dir hier gar nichts verkaufen. Cha-ching! Thanks, buddy. Ja, kein Problem, ne? Achso, hier, gib mal gleich die Quest her, hier. Du alter Ganove. Was haben wir denn hier in der Nähe? Beseitige Zombies. Look, Blockhead, it's a deal. Nehme ich erstmal an. Kann ich jetzt aber nicht machen. Ich bin absolut voll beladen. So. Oder wäre das auf dem... Ja gut, aber wegen Loot, ne? Andererseits ist gleich... Und noch ein Hund, Alter. Kein Holz mehr. Wäre ja gleich die Scheune hier vorne. Auch keine Pfeile mehr? Oh. Kann ich noch irgendwas rauspacken? Na toll. Na toll, sagt er. Ja, toll. Na toll, sagt er. Das ist ja wunderbar. Wunderbärchen, Papabärchen. Alter. Stein müssen wir mitnehmen. Wir haben es Jasmin ja versprochen, ne? Und ich müsste was trinken, bevor die Mission losgeht, vorzugsweise. Wasser haben wir jetzt hier nicht, ne? Wo bin ich? Erstmal gucken, wie das da unten aussieht, ey. Hier wäre gratis Wasser. Komm, da gehen wir nochmal eben hin. Kann das Meer schon riechen. Da sind wir. Die Ostsee. Hm. So ein kleiner Tümpel. Ja. Handfrei. Ja, so viel Schaden haben die jetzt nicht gemacht. Schön den Durst stillen, ne? So, dann können wir zurück zum Fahrrad gehen.
und nochmal die nächste Quest machen. Aber das machen wir morgen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.